Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM20. Ja, die letzte Folge mit 60, die lief ja nicht so geil. Hab ja schon so ein bisschen andeuten lassen, dass wir wohl vielleicht auch was ändern werden und ja, machen wir. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir eine neue Taktik, ja, eine neue Taktik ist falsch, dass ich mir die überarbeitete Taktik überlegt habe, wie wir das 4-3-3 besser machen können. In meinem anderen Safe hat das bisher gut geklappt, auch weiterhin. Hab nur zwei Spiele dort gemacht in der Zwischenzeit. Aber ja, wir werden ein bisschen was ändern an der 4-3-3-Taktik. Das sieht jetzt ganzes so aus. Also, die Änderungen, die wir jetzt vollzogen haben, im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, sind eigentlich gar nicht so krass. Beide Flügelverteidiger, die wir vorher hatten, gehen jetzt mit der Rolle auf normale Außenverteidiger auf Unterstützen, dass da jetzt gar nicht so eine große Differenz ist zu dem, was sonst eigentlich da ist. Sollte man eigentlich meinen, aber trotzdem scheint es besser zu funktionieren. Ja, bei beiden ist es gleich, also beide normale Außenverteidiger. Ich hoffe, dass Fiamozzi dadurch auch ein bisschen besser wird, wobei heute erstmal Sardella spielen wird. Da die jetzt leider auf einer Position sind, die oder auf einer Rolle sind, die jetzt nicht so extrem offensiv ist wie ein kompletter Flügelverteidiger oder so offensiv wie ein Flügelverteidiger ist, müssen wir ein bisschen kompensieren vorne, ne? Weil wir werden jetzt nicht mehr so viel Impact über die Flügel haben. Da müssen Gouveia und Medeiros schon wirklich viel, viel besser spielen. Gouveia ist von einem Flügelspieler, also der rechte Außenspieler ist von einem Flügelspieler angreifend auf einen Flügelspieler unterstützen gegangen. Und der linke Flügelspieler, der vorher auf Angreifen war, ist jetzt auf einen inversen Flügelspieler auf Angreifen gegangen, der dann auch noch ein bisschen zentraler stehen sollte. Also steht auch auf enger stehen. Ich hoffe einfach, dass das klappt. Ich habe ja gesagt, in meinem anderen Safe habe ich halt einen relativ starken Linksaußen, der halt auch gut finishen kann. Ob jetzt Medeiros oder nächstes Jahr Curtis Jones das dann so gut können, ich weiß es nicht. Im Falle des Falls kann man immer noch ändern und vielleicht Gouveia oder wer auch immer nächstes Jahr auf Rechtsaußen stehen wird, auf diese Position packen. Das ist halt einfach nur umgekehrt. Aber sonst hat sich gar nicht so viel geändert. Also es sind wirklich kleine Änderungen, die das halt bringen sollen. Auch bei den Standards hoffe ich, dass es vielleicht jetzt ein bisschen besser läuft. Da muss man dann einfach mal gucken. Gerade defensiv halt natürlich unsere große Schwachstelle die letzten Spiele gewesen. Ansonsten muss man einfach mal gucken, ob dann irgendwie noch was geht. Wir werden heute gegen Gladbach starten, die momentan auf Platz 16 sind. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, ganz einfach. Dann haben wir Bremen, die momentan auf 9 sind. Und dann haben wir Dortmund, die aktuell auf dem 7. Platz residieren. Allerdings, wir haben schon ein paar Spiele gesehen in der Zwischenzeit. Das sah so aus, das war unser letztes Spiel, in dem wir leider 4-1 verloren haben gegen Leipzig. Am Abend hatte dann noch Bayern gewonnen gegen Leverkusen. Bremen hatte gewonnen gegen Hoffenheim am 5. Februar. Dann hatte Bayern schon wieder gewonnen, 4-1 gegen Regensburg. Und am vergangenen Samstag gab es ja noch diese Spiele, da hatte Bremen nur unentschieden gespielt. Dortmund auch nur 1-1. Und beim Rest, ja, weiß ich nicht. Was ist momentan unsere Konkurrenz? Ist es hier Platz 5 bis 9, die Konkurrenz, die wir haben? Oder ist es halt leider schon das untere? Die 50 Punkte weiterhin mein Ziel in dieser Saison, aber wird nicht so einfach, ne? Würde aber sagen, wir legen jetzt mal los. Müssen auf nichts verzichten, weil anscheinend alles fit ist. Hatten wir auch lange nicht mehr. Inkonstant gegen Inkonstant. Leiner ist gesperrt. Thuram und Oberlin sind fraglich bei Gladbach, die wir in der Hinrunde mit 2-1 besiegt haben. Da hatte Medeiros in der 90. Minute das Siegtor gemacht. Oh, 87 zu 90. Das war ein interessantes Spiel anscheinend. Aufstellung habt ihr ja gerade schon gesehen, kurz. Ich werde jetzt hier auch nichts mehr ändern. Ich glaube, das habe ich auch schon einfach gemacht. Wir gucken mal, ne, wie es so läuft. Die Idee halt, übrigens, beide Innenverteidiger sind jetzt auch bald spielende Verteidiger, das habe ich ganz vergessen. Die Idee dahinter ist jetzt halt, warum wir das jetzt schon machen, einfach nur, damit sich die Spieler dran gewöhnen. Wirklich mehr nichts, einfach nur, weil ich bedenke, es macht wohl mehr Sinn, wenn wir dieses Jahr nicht mehr um die europäischen Plätze kämpfen werden, dass man einfach schon mal loslegt für das nächste Jahr, während. Ach, guck mal, der DRL-Mann gerade kommt. Weißt du, kaum gibt es hier Quarantäne, Selbstisolation und so weiter. Die Leute bestellen wie verrückt. Also, so viele Pakete sehe ich selbst an Weihnachten nicht. Ist echt krass. Ich erwarte heute ein wesentlich besseres Spiel. Das ist der Fall. Und ich hoffe, wir spielen gut. Und gewinnen. Hauptsache gewinnen. Also, erstes Spiel mit der überarbeiteten Taktik. Und wir starten über Brekalo, der nicht ganz so viel Kondition hat. Das haben wir gerade gesehen.
Dann müsste man ein bisschen aufpassen. Gut, mit dem Ball ja, kann er sich dann aber auch gleich selbst auswechseln. Gut, das ist nix. Eine Idee ist auch immer, dass man etwas breiter spielt, wenn der Gegner wirklich sehr eng steht. Das ist in dieser Taktik gar kein Problem. Ich werde mal auf Angreifen gehen und... Oh, guck mal. Wurde zwar noch nicht geändert, aber vielleicht hilft er trotzdem. Weil wir selber sehr weit auf den Außen wieder, das ist ganz okay in der Taktik, wie auch vorher schon. Der soll halt mitspielen, ne? Fehlt da natürlich ab und zu mal in der Mitte, aber Hauptsache, wir haben dann halt einen guten Spielfluss. Rum vielleicht. Na, Sardella läuft ziemlich in die Mitte. Der kommt leider nicht. Schnitzer passt aber sehr gut auf. Brekalo. Ja, warum nicht? Bekirolo hat da ein bisschen Platz gehabt. Das ist ein guter Ball. Na, es ist nicht schade, weil Gouveia leider auch nicht hochspringt. Aber gut, ist auch schwer, ne? Ist kein perfekter Kopfballspieler, der Thiago Gouveia. Die suchen die Lücke. Matzen, unten wäre Schnitzer. Schnitzer hat Platz und macht ihn rein. Sehr schön. Ein schönes Tor von Schnitzer. Also, das ist seine Rückrunde, ne? Hat lange gedauert, wir haben lange die Lücke gesucht und dann hat Schützer einmal den Platz, den er braucht und klatscht das Ding rechts oben rein. Saustark gemacht. Madsen mit der Vorlage, super nice. Super, super nice. Genau das, was sie gebraucht haben. Ich warte kurz und bleib erstmal kurz auf Offensiv, so für ein paar Ingame-Minuten und guck mir an, wie das sich so entwickelt, gerade von den Schussstatistiken her. Wenn jetzt nicht großartig was kommt, so wie jetzt die ersten 5 Minuten nach dem Gegentor, werde ich wieder auf positiv zurückgehen. Wir sehen auch, dass Gladbach wirklich extrem tief steht. Oh, diese Fehler dürfen wir nicht machen, Jungs. Aufpassen, ne? Aber es sieht momentan noch relativ kontrolliert aus, was wir machen. Also, ich schieb nicht so große Panik, wenn wir da hin und her passen. So, wieder viel Platz. Bekirolo! Goal, 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 goal. Jawohl. Ja, Gladbach kann so tief drin stehen, wie sie wollen, kann so die Festung zu machen, wie sie wollen. Allerdings, irgendwo wird eine Lücke aufploppen. Und wir haben gute Distanzschützen mit Schnitzer und Bekirolo. Das hat man auch hier wieder gesehen. Wunderschön, mit viel Gefühl, perfekt in die Ecke rein. Jawohl. Brekalo mit der Vorlage und wir führen 2-0. Gehen damit wieder auf Platz 9 hoch. Es sind 2 Punkte auf Platz 6. Medeiros rein, Fabio Silva verpasst. Aber der Ball bleibt bei uns. Ibanez ist jetzt nicht unbedingt unser bester Flankengeber, deshalb passt er auch erstmal auf Bekirolo. Okay, die Flanke ist aber perfekt und Medeiros. Ja. Ibanez ist nicht unser bester Flankengeber. Ja, perfekte Flanke kommt dann trotzdem. Sehr schön. Jetzt läuft's. Ja, unglaubliche Flanke, aber auch halt ein Kopfballtor von Juri Medeiros. Sehr schön. Halbe Stunde um 3-0. Hätte jetzt auch nicht nach der ersten Szene gedacht, ne, die En-Nesyri hatte von Gladbach. Ah, es läuft. Hat sich anscheinend gelohnt, jetzt schon zu ändern. Wenn ich mal so viel Eigenlob loswerden darf. So, wir gehen mit dem 3 zu 0 in die Halbzeitpause. Das sieht sehr souverän aus. Ich würde trotzdem gerne noch das 4-0 haben, damit man alles komplett klar hat. Aber sonst, Lob, Lob, Lob. Wir werden Lucas Giannis reinbringen, weil es macht keinen Sinn, dass wir jetzt auf Brekalo spielen lassen, weil das Ding ist relativ gegessen. Wir brauchen wirklich noch dieses eine 4-0 und dann ist es komplett durch. Und jetzt ein Risiko eingehen bei Brekalo möchte ich nicht aufgrund der Fitness. Dafür ist er zu wichtig. Aber Lucas Giannis macht gleich mal seine Lücke auf, seine Seite auf. Oh, Kramer und Zakaria haben ein bisschen Platz, aber nicht so viel wie Bekirolo und Schnitzer hatten. Ah, Enesiri jetzt. Und da kommt der Ball durch auf Player und der möchte nicht hin. Oh, das war so ein bisschen wie FIFA, ne? Wenn das Spiel nicht möchte, dass du ein Tor machst, dann bleibt das Spiel einfach gefühlt auf der Stelle stehen, weil Player hat locker die Möglichkeit, da richtig hinzusprinten, aber er hat da so zwei Setbacks, die dann irgendwie ihn einfach zum Stehen bringen. Glücklich für uns. Ich werde jetzt auch mal wieder auf positiv gehen. Kontrolliert, sorry. Ich habe das immer aus dem Englischen drin, weil es ist halt positiv. Oh,
Ansonsten mal gucken, ne? Also vielleicht kommt der Gladbach auch richtig gut aus der Kabine. Ich meine, eben hatten sie auch in der ersten Halbzeit die Chance, relativ früh das Tor zu machen. Auch jetzt schon wieder durch Player. Ist halt die Frage, wie sie jetzt die restlichen Minuten nutzen. Weiterhin 3-0 für uns, also. Ach, Taktikumstellung ein bisschen, glaube ich, gerade. Ich glaube, die haben jetzt auf einen Stürmer umgestellt. Gucken wir gleich nochmal. So, der Kucianis, ja. Will nach vorne rennen, aber Medeiros macht auch leider gar nicht mit. Der steht da nur doof rum und denkt sich, warum rennst du nach vorne? Jetzt kriegt er aber den Ball. So, Medeiros. Dann zeig mal, wie du das machen würdest. Ja, Likudjanis. Flanke auf Bekirulu. Ach, schade. Haben sie auch irgendwie umgestellt? Es sieht irgendwie genauso gleich aus wie vorher, das, was Gladbach jetzt spielt. Vielleicht waren es auch nur einige Rollen, die sich etwas geändert haben und deswegen habe ich das so interpretiert. Oh, kommt an. Das sind riskante Pässe, aber die kommen irgendwie durch. Also heute läuft's. Ich hätte vielleicht nichts sagen sollen, nicht, dass wir jetzt vielleicht einen Gegenkonter kassieren. Flanke und Medeiros mit dem zweiten Kopfballtor. Was? Also Medeiros ist jetzt halt nicht so der Mini-Mensch, der überhaupt nichts kann mit dem Kopf, aber es ist schon sehr ungewöhnlich, dass Medeiros ein Kopfballtor in einem Spiel macht, geschweige denn zwei Kopfballtore in einem Spiel. Und vor allem von da. Ah, Keeper auch ein bisschen aufgeschmissen, komplett in die andere Ecke unterwegs, Jan Sommer. Aber sehr nice. 4-0. Damit ist das Ding gegessen. Und wir können dann auch mal wechseln. So, was bringen wir denn so Schönes? Ich würde sagen, wir bringen mal wieder Tore Grosser rein. Der darf mal wieder. Und Masovic. Matzen, sehr starkes Spiel schon wieder gemacht. Und hier wird dann halt nichts mehr anbrennen, hoffe ich. Also, natürlich. Selbst wenn wir jetzt noch zwei Gegentore kassieren, es ist einfach zu wenig Zeit für Gladbach. Das werden sie nicht mehr schaffen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Werden nochmal wechseln, aber das Ding ist durch. Also, wie gesagt, wir gehen auf Platz 9 hoch mit dem Dreier, den wir jetzt gerade holen nach dem 21. Spieltag. Also auf Platz 9 mit 31 Punkten. Ja, mal gucken. Ne? Also 2 Punkte auf 6, 3 Punkte auf 5, 4 Punkte auf die 4. Es ist noch sehr, sehr eng. Deshalb weiß ich auch nicht, wer momentan unser direkter Konkurrent ist. Eigentlich haben wir auch gerade so viele. Ich habe den Trainingsplan nicht gemacht. Super. Lykogiannis, da müssen wir bald 250.000 in einem Einsatz an Hellas Verona zahlen. Aber ich kann das ruhig mal machen, ne? Ich glaube, ich habe ein paar Kommentare gelesen, die gesagt haben, ich soll das doch bitte mal zeigen. Oder ob man sich die Trainingspläne downloaden kann. Ich habe generell nie den gleichen Trainingsplan mittlerweile. Ich habe das ja früher immer gemacht. Aber mittlerweile bin ich wirklich so, dass ich das gerne abwechselnd mache. Und ich kann euch einfach mal zeigen, wie ich das mache. Es sind ja nur 2 Wochen, ne? Also für mich ist immer ganz klar, dass wir nach dem Spiel Erholung und Spielanalyse machen. Deshalb ist das immer das Erste, was ich mache. Und vor dem Spiel mache ich immer offensive Laufwege, Spielvorbereitung. Und wenn ich nicht reisen muss, das Teambonding, den Teamgeist fördern. So, bei Bremen, wir haben 3 Tage zum Trainieren. Bremen ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich defensiv nicht so stark ist. Momentan auf Platz 10, 8 Siege, 8 Niederlagen, also relativ ausgeglichen. Haben. Oh. Doch nur 17 Gegentore kassiert. Wir haben deutlich mehr kassiert, aber die machen keine Tore. Okay. Gut, dass man vorher nachguckt, ne? Dann würde ich schon sagen, gehen wir doch mehr auf die Offensive. Abwartend, ja. Spielaufbau auf der Defensive ist auch gut. Und dann 1 gegen 1 Situation. Hier würde ich mal einen ruhigen Tag machen mit Spieltaktik von mir aus, ja. Dann die defensive Formation und die Automatismen. Und hier gönnen wir uns nochmal ein komplettes normales Training, ein Offensivtraining und dann nochmal offensiv und dann abwartendes Angriffsspiel. Hier ist es. So, und dann kommt Dortmund, das wird dann schwierig. Das wird sogar sehr ekelhaft werden. Wie gesagt, das gleiche, was ich eben gemacht habe. So, da würde ich natürlich mehr auf die Defensive gehen, dass ich dann eher versuche, nicht so viel Bullshit zu machen. So, was könnte man noch so machen? Defensiv könnte man einen Tag vorher noch was machen. Vielleicht offensiv mal die Freistöße und die Ecken nochmal trainieren. Dass man vielleicht das mal nutzt, was eigentlich die eigene Schwäche ist. Und dann direktes Angriffsspiel machen wir hier hin. Nochmal die 1 gegen 1 Situation trainieren und wahrscheinlich könnte
Herausarbeiten von Chancen oder Ballverteilung gut sein. Und hier machen wir nochmal defensiv und dann ist alles gut. So, vorbei. Nee, ich mache das hier mal lieber auf defensiv und gehe hier auf aktives Verteidigen und dann nochmal in der Breite verteidigen. So mache ich das. Einfach nur ansatzweise überlegen, was man so machen könnte, was Sinn machen könnte, ohne großes System dann dahinter. So mache ich das aktuell. Vor jeder Folge immer dann die Trainingspläne. Bis auf heute, weil ich habe es anscheinend vergessen. Aber ging ja ganz fix, hoffe ich. So, also Sieg ist da. Ich würde mir dann noch gerne, ja, 3 Punkte wünschen. Ich glaube, gegen Dortmund wird es schwierig. Ich glaube, da ist nichts drinne. Wobei die natürlich Wundertüte aktuell sind, ne? Also viel Konstanz haben die nicht in ihren Ergebnissen. Vielleicht ist ja da auch ein Unentschieden drin. Aber, boah, kannst du nicht abschätzen, glaube ich. So, Scouting-Berichte, ja, die wollte ich gerne sehen. Sehr schön. Ich wollte auch noch mal ganz kurz gucken, was unser Co-Trainer da gerade vorgeschlagen hat, was ich so machen sollte für unsere Mannschaft. Ups, das wollte ich nicht. Nimmt den Ball vor, dribbelt auf den rechten Fuß. Ah, Quatsch, brauche ich nicht. Legt sich den Ball vor, ne, ist mir bei Außenverteidigern zu fies. Bleibt immer hinten bei Lucas Mayo, das klingt gut. Weil jetzt, wo die Trainer auch die Mannschaft ein bisschen besser kennen und halt die Spieler ein bisschen besser kennen, glaube ich schon, dass die Empfehlungen etwas besser wären. So ist immer mein Gefühl. Deshalb mache ich das in den ersten Wochen der Saison gar nicht, dass ich da einfach durchklicke und sobald das dann halt fertig ist, kann man da ein bisschen mehr gucken. So, Medeiros ist der Spieler des Spieltags und wir haben Schnitzer, Ibanez, Cuenca und Medeiros im Team of the Week und das hochverdient. Übrigens, Gökhan im Tor von Bremen ist auch drin. Aber wir haben ja gesehen, Bremen hat anscheinend eine starke Defensive, also eine solide Defensive für den Tabellenplatz, den sie haben, aber sie schießen wenig Tore. Es ist immer ganz schwer, sowas abzuschätzen, ne, wie man dann vorgehen sollte, weil wenn du dann extra offensiv gehst, läufst du ja Gefahr auf, dann vielleicht die Lücke aufzuhaben, die Bremen dann halt trotzdem nutzen kann. Deshalb, ja, wird schwierig. Sonst, wir bleiben natürlich in dem 4-3-3 jetzt, das wird sich nicht ändern. Ich werde aber eventuell nochmal im Laufe der Saison auf das 4-2-3-1 gehen, um selbst das auch nochmal ein bisschen zu testen. Weil man möchte ja flexibel bleiben, ne? Also ab und zu schon 4-4-2 gespielt dieses Jahr, 4-2-3-1 nur ganz, ganz selten, aber sonst ausschließlich eigentlich 4-3-3. Da würde ich gerne wirklich noch ein bisschen flexibler werden können. Aber momentan habe ich überhaupt gar kein gutes Gefühl, wenn wir auf das 4-2-3-1 gehen würden, weil das komplett unausgereift ist. Und das nützt mir dann halt auch nichts, ne? So, Hertha gegen Schalke. Schalke hatte zuletzt nicht so gut gespielt. Auch hier wieder, die lassen momentan richtig Punkte liegen gegen die Bayern. Die jetzt schon wieder richtig, richtig weit wegrücken könnten, wenn sie ihr Spiel gleich gewinnen. Mal schauen, gegen wen die spielen. So. Das hier wird mal kurz wieder umgestellt, ne, weil das wollen wir hier nicht sehen. Dass die so auseinandergezogen sind. Einem sechs so, zack, zack, passt, passt. Mir wurde auch gesagt, ich soll Eichinger bitte ein bisschen mehr spielen lassen. Ja, ich würde es auch gerne, aber ich habe immer so das Gefühl, ich wechsle nicht so gerne eigentlich meine Innenverteidiger aus, wenn es keinen triftigen Grund dafür gibt. Und momentan Ibanez und Cuenca sind eine solide, ist ein solides Duo eigentlich. So, Bayern spielt gegen Bochum. Alle fit auf beiden Seiten. In der Hinrunde gab es ein Unentschieden. Inkonstant gegen Inkonstant schon wieder, aber Bremen ist dann deutlicher Favorit. Aber es wäre wichtig für uns, wenn wir gewinnen würden, dass wir Bremen auf Abstand halten, ne? Dass wir nicht irgendwie unterhalb der oder auf die zweite Tabellen, Hälfte rücken. Danke. Ich konnte das Wort Hälfte gerade nicht in meinem Kopf finden. Ich weiß nicht. Also ich würd gerne wirklich überhalb von Platz 9 bleiben. Aber mal gucken. Ich glaube, wir können so oder so mit Sicherheit sagen, wir müssten nichts umstellen nach dem 4-0 gegen Gladbach. Deshalb auf geht's. Brekalo ist auch wieder komplett fit und wird durchspielen können, außer Bremen klopft ihn um, aber ich hoffe mal nicht.
So, spielen sie also. Die haben Martin, Daniel Martin. Ja, in der Innenverteidigung ist auch schon wieder ein junger Regen. Wie bei einigen anderen, die wir schon gesehen haben, ne? Friedel und dann Lang. Ja, mal gucken, ne? Simakan, der hat die komplette Hinrunde gespielt, also das wird wohl einer der Guten sein. Adams nur auf der Bank. Kasim Adams, der die Hinrunde gespielt hat in der Innenverteidigung. Also mal schauen, ne, wie das mit Martin läuft. Ich bin gespannt. So wie beim letzten Mal wäre natürlich schön, wird aber nicht passieren. Wir gucken mal. Also auswärts gegen Bremen. Und wir starten mit einem Einwurf. Regnet schon wieder, ne? Ganz schön verregnet hier der Monat in Deutschland. Gladbach liegt übrigens auch schon wieder hinten. Ah, nee, alles gut, alles gut. Medeiros mit einer schönen Ballannahme. Bisschen unnötig, aber ja, für die Fans, ne? Ah, das war nix. So, jetzt wird es interessant. Was macht Bremen? Hauen sie den Ball vor oder sie verlieren ihn? Medeiros muss ihn jetzt gut in die Mitte spielen. Er macht ihn selbst da. Schade. Ah, Bremen mal. Ah, gut, das war nix. Fabio Silva. Stark gemacht. Aber wohin jetzt, ne? Oh, das ist ein guter Ball. Medeiros. Schon wieder mit einem Kullerball. Nee. Oh, Juri. Zwei dicke Chancen und er haut zwei Kullerbälle raus. Ah, nee. Das können wir uns gegen Bremen nicht leisten, Jungs. Die nur 17 Gegentore be bisher bekommen haben. Wir haben halt 25 bekommen. Ach, Mann, ey. Juri. Eben Matchwinner und jetzt schon Schier-Match-Verlierer. Ja, wie erwartet, sonst kaum Szenen. Ibanez war mit der ersten gelben Karte der Saison. Das ist auch heftig als Innenverteidiger. Am 22. Spieltag erst seine erste gelbe zu bekommen. Jetzt kommt Bremen ein bisschen raus, ne? Wir gehen mal auf ausgewogen zurück. Ich möchte mal gucken, was Bremen so macht, wenn man sie etwas kommen lässt. Weil wir halt mehr Ballbesitzer haben. Den jetzt aber ein bisschen abgeben. Ach man, hätte Juri Medeiros die halt genutzt, ne? Dann wäre das hier ein komplett anderes Spiel schon wieder. Juri, ich bin bisher super unzufrieden mit dir. Immerhin motiviert es ihn ein bisschen. Bremen spielt relativ eng. Da würde ich sagen, gehen wir wirklich etwas breiter. Und ich gehe mal auf Angreifen jetzt für die ersten Minuten der zweiten Halbzeit. Vielleicht können wir da ein bisschen was zeigen. Aber ansonsten schwierig. Wie erwartet halt. Bremen ist eine harte Nuss zu knacken. Sehr ausgeglichene Mannschaft. Ich meine, ja, wir haben ja gesehen, ne? 8 Siege, 8 Niederlagen. Auf Platz 10, also relativ in der Mitte. So, komm. Links, rechts ist viel Platz für Fabio Silva. Der mal in den 16er rennt, aber auch hier wieder nur ein Schüsschen. Wir müssen schöne, platzierte, heftige Schüsse kommen, damit wir Gökhan Akan da ansatzweise gefährlich werden können. Jetzt haben wir auch nur noch knapp 15 Minuten. Kasim Adams kommt für Daniel Martin rein. Der hat ja den Fehler gemacht gegen Medeiros, den dieser dann leider nicht ausgenutzt hat. Alle drei Wechsel jetzt schon vollzogen bei Werder Bremen. Dann geht Medeiros raus und wir bringen Brazao rein. Govea geht auf die linke Seite und wir werden Lukocianis noch mal reinbringen. Kommt schon, Jungs. Aber es sieht so aus, als ob wir hier ohne Szene wohl den Schlusspunkt finden werden. Ah, schade. Hätte mir ein bisschen mehr erhofft gegen Bremen, die nochmal kurz auf 3-4-3, sorry, so umgestellt haben, aber ja, am Ende des Tages bleibt halt leider
stehen, dass wir drei gute Chancen hatten und drei Kullerbälle bei rauskamen. Zweimal Medeiros und einmal halt Fabio Silva. Wobei die von Medeiros schon deutlich schlimmer waren als der von Fabio Silva. Ist aber auch so die Sache vielleicht doch von Fabio Silva einfach nur, weil, naja, er ist halt Stürmer, ne? Er, wenn jemand platziert und stark schießen können muss, dann er. Gladbach wieder verloren, Bayern 6:0 gewonnen. HSV gewonnen und Köln gewonnen. Was macht Dortmund, unser nächster Gegner am Abend gegen Wolfsburg? Verlieren in der 92. schon wieder. Eieiei, wir haben jetzt 32 Punkte. Weiterhin Platz 9, aber wir brauchen jetzt dringend einen Dreier, ne? Ich habe echt Angst, dass ich hier langsam nach unten abrutsche. Ich glaube, die letzten drei, die werden die nächsten paar Spieltage noch so bleiben, aber wer weiß, wann die irgendwann mal anfangen zu gewinnen, ne? Was haben wir denn noch so? Lever, ja gut, nächste Folge wird scheiße, ne? Mit Leverkusen, Bayern. Bochum sollte man gewinnen. Hoffenheim kann man gewinnen. Wolfsburg wird schwierig. Regensburg, Frankfurt, Mainz müsste man am besten alles gewinnen. Schalke wird eine Niederlage. Köln wird schwierig. Und HSV, ja, mal gucken. Ja, die 50 Punkte könnten schwierig werden. Wenn wir nicht noch einen kleinen Run irgendwo herholen. Aber mal gucken. Also ich schiebe jetzt auch keine Panik. Aber ich würde sagen, man sollte sich der aktuellen Situation bewusst sein, dass es auch demnächst vielleicht mal in die untere Tabellenhälfte gehen kann. Wir haben mal sehr locker im Halbfinale des Juniorenvereinspokals gewonnen gegen. Okay, Neckarals. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die im Halbfinale sind, aber gut, wir haben 9-0 gewonnen. Ja, Bozna 3 Tore, Schröck 2 Tore, Henriksen 3 Tore und Friedlein 1 Tor. Das ist ein souveräner Auftritt gewesen und sind jetzt im Finale gegen Bayern U19. Ja, wer hätte das gedacht? Die Leipzigs U19 geschlagen haben. Wir hatten ja vorher Darmstadt U19 geschlagen. Bayern gegen Schalke, okay. Neckarals hat Fortuna Köln rausgehauen. Dann Bischofswerda FV. Und hier haben sie anscheinend gar nicht gespielt. Na ja, gut, dann halt nicht. Ne? Hoffenheim hat gewonnen gegen Leverkusen. Und was macht Leipzig? Gegen Mainz 2:2 spielen. Haben wir in der nächsten Folge eigentlich schon den Intake? Es könnte knapp passen, oder? Nee. Nee, gar nicht. Aber in der übernächsten Folge dann. Wir spielen ja dann vom 4.3. bis zum 18.3. Ich glaube, der wird erst danach kommen. Danach haben wir eine Länderspielpause. Aber dann wird der Intake kommen mitten in der Offscreen-Phase. Man muss sich dann abpassen, damit wir dann rechtzeitig starten. Also wird dann anscheinend die übernächste Folge damit begonnen werden, dass wir den Intake haben. Hoffentlich wieder richtig gute Spieler, ne? Also bisher hatte ich, oder bin ich eigentlich ganz zufrieden mit den Intakes, die wir hatten. Gerade am Anfang halt, ne? Eichinger, Uwanski und so weiter. Favre wurde. Oh no. Oh, das. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt, ne? Eigentlich nicht. Ah, scheiße. Lucien Favre wurde bei unserem nächsten Gegner Dortmund entlassen. Oh nee, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt spielen die mit Daniel Rios, dem Interimstrainer. Ich glaube nicht, dass sie bis zum Samstag schon den neuen Trainer vorstellen werden. Oh, aber das gefällt mir gar nicht. Scheiße. Dann werden die ja top motiviert sein. Wer hat eine Erkältung? Wird natürlich nach Hause geschickt. Schön viele. Naja gut, schön viele sind es nicht, aber einige Scouting-Berichte. Ist nochmal wieder da. Oh, das wird jetzt eine absolute Wundertüte. Also noch mehr als ja vorher schon. Irk. Ja, was macht man da jetzt? Am besten einfach genau das gleiche, was man vorher schon vorhatte, ne? Einfach genauso spielen und hoffen, dass Dortmund schlecht ist. Ich werde, glaube ich, nochmal genauso spielen. Ich meine, wir haben kein Gegentor kassiert. Jetzt von der Mannschaft, die nicht viele Tore macht, nicht so extrem verwunderlich, aber ja, Kacke.
HSV mit einem 2:0 gegen Stuttgart. Damit aktuell auf Platz 4 hoch, der HSV. Wer ist denn nochmal Trainer? Marcel Koller, stimmt, da war ja was. Bozenhardt ist jetzt Profi, nachdem er 17 Jahre alt geworden ist heute. Glückwunsch. Werte gehen auch steil bergauf. Hat in 22 Einsätzen jetzt 14 Tore und 3 Vorlagen gemacht in den U19-Wettbewerben. Also nicht nur Liga, sondern auch natürlich Pokal. Wurde wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen gepusht durch den Hattrick, den er gerade gemacht hat im Halbfinale. So, wieder alle fit, aber wir werden wohl wieder nichts umstellen. Wir spielen gegen Dortmund. Haben die sich nochmal irgendwas im Winter geholt jetzt? Ah ja, klar, Teichwili. Gök hat man abgeacht, das war ja noch im August. Nevermind. Hat er schon gespielt? Jo. Und zwar ordentlich. 8 Spiele, 2 Tore. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Bayern spielt übrigens gegen Hoffenheim. Alle fit auf beiden Seiten. Noch nie gegen Dortmund gewonnen. Aber auch die sind inkonstant. Aber jetzt halt mit Interimstrainer Daniel Rios. Ach Mann, ey. Stellen wir wirklich nichts um? Ach komm. Ja, es sind halt so Spiele, ne, die. Ich glaube, das ist auch in echt so. Die magst du halt überhaupt nicht. Du weißt nicht, was dich halt erwartet, ne? Dortmund ist halt so inkonstant. Aber mit der Mannschaft, die sie haben, ne, sollten sie eigentlich richtig, richtig krass sein. Gut, vielleicht nicht richtig, richtig krass, ne? Weil Paco ist halt nicht so unfassbar stark, glaube ich. Götze ist schon hinter seiner Prime. Aber Sané und Tsitaishvili sind halt. Was für heftige Winterwehen hier eigentlich. Sind halt schon sehr, sehr gute Flügelspieler. Doppel-Sechs ist richtig stark. Innenverteidigung ist richtig stark, Außenverteidiger richtig stark, Keeper richtig stark. Also wenn sie die Zentrale halt hier besser besetzen würden, wären sie wahrscheinlich Meisterschaftskandidat. Aber warum sind die aktuell so schlecht? Läuft es jetzt viel besser mit Rios als Interimstrainer oder brauchen die erst wirklich einen richtigen neuen Trainer? Es ist eine absolute Wundertüte und ich hoffe einfach, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ich werde auch vorsichtig starten. Ich hoffe einfach auf das Beste. Gegen Leipzig haben wir schon auf den Sack bekommen. Nochmal wäre doof. Und wir starten mit Medeiros, der in der Ecke reinballert und Ibanez trifft nur den Pfosten. Ach Mann. Schade. Das wäre halt auch schon wieder ein absoluter Traumstart gewesen. Niambi, der Rechtsverteidiger, der Südafrikaner mit der gelben Karte Nummer 1. Und Brekalo, der Außenverteidiger bei uns mit der gelben Karte Nummer 1. Medeiros zieht nach. Ich habe vorhin übrigens erst, ne, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ein bisschen FM in meinem anderen Safe gespielt. Ihr habt es ja eben schon gehört, 2 Spiele, ne? Da habe ich gegen Monaco gespielt und habe genau das gleiche gespielt. Und Monaco hat eine stärkere Mannschaft und ich habe die 4-0 weggehauen. Gut, ich habe auch eine stärkere Mannschaft als 68 jetzt hier, aber würde ich auch gerne nehmen. Allerdings hatte Monaco in den ersten Minuten absolut gar keine Torschusschance und Dortmund halt hier schon deutlich mehr. So, Gouveia, das ist ein guter Ball auf Fabio Silva. Nochmal zurück, bitte. Genau, Gouveia zieht's auf die Außen. Ball auf Fabio Silva. Saisontor Nummer 10 und zu unserer Führung gegen Dortmund. 1-0. Sehr nice. Schönes Zusammenspiel zwischen unseren beiden Portugiesen. Und dann Fabio Silva. Dass wir den immer noch bekommen haben, ich find's immer noch so krass. Was hat denn der an Marktwert mittlerweile? 3,6 Millionen nur. Aber es ist mir komplett wurscht, was für ein Marktwert er hat. Er muss Tore machen und gut spielen und das macht er momentan. Immer noch halt ein bisschen inkonstant, aber der Junge ist halt immer noch blutjung. Und Gouveia schon wieder auf dem Vormarsch. Muss jetzt passen. Macht das Fabio Silva. Fabio Silva. Oh, schafft's nicht, den Ball vorbeizubringen. War allerdings auch leider abseits, weil der Ball einen Ticken zu spät kam. Schade. Aber wir sind da. Aber wir haben auch gegen Leipzig geführt, ne? Also aufpassen. Ich werde bei Kollege Brekalo und Medeiros sagen, bitte vorsichtig in die Zweikämpfe gehen. Jetzt bloß nichts mehr riskieren. Weil jetzt logischerweise, ne, eine rote Karte wäre unser Tod.
Ey, so schade, dass wir das 2 zu 0 nicht gemacht haben. Das wäre halt so unfassbar gut gewesen. So, Dortmund kommt. Mit Sané. Oh, der hat viel Platz. Ball in die Mitte. Cuenca klärt, aber leider nicht gut genug. Oh, jetzt wird's gefährlich. Weigel und Witzel spielen hier Ping-Pong miteinander. Oh, viel Platz für Nyambi. Der ist richtig stark in Sachen Flanken. Oh, Brekalo stark, aber Nyambi hat ihn nochmal. Guter Ball auf Witzel. Wieder Nyambi und jetzt kommt der Ball in die Mitte. Brekalo klärt schon wieder, aber immer noch Dortmund. Och, Jungs. Oh, Sardella verpasst. Ein bisschen Sané mit einem Riesentor. Holy fucking shit. Was für ein Tor. Ja, das ist genau das meine ich nicht. Das ist halt die Qualität von den Außenspielern von Dortmund. Da ist die Zentrale vorne vielleicht nicht so krass, aber wenn Sané dann einfach mal den Ball bekommt und dann so ein Ding raushaut, unfassbar. Weltklasse-Tor. Schade, dass Sardella den Ball nicht besser wegspielen konnte. Ja, und jetzt stellt euch mal vorne, hätte Thiago Gouveia gerade den Ball ein bisschen früher gespielt und Fabio Silva hätte das 2-0 gemacht. Dann wäre das hier alles richtig schön immer noch. Ah gut, vielleicht geht ja noch ein Unentschieden oder so. Wir haben noch eine halbe Stunde knapp. Medeiros wird von der Note her immer schlechter, aber die Frage ist, macht es Sinn, ihn auszuwechseln? Eigentlich nicht. Arno Sigurdsson kommt rein, Flügelspieler für Götze auf der 10 jetzt, allerdings 20 Minuten noch. Wir hätten auf den Außen halt Brazao, das könnte vielleicht klappen. Gouveia müsste dann auf links. Romain Baillard würde ich ungern reinnehmen, Greilinger ist nicht dabei, völlig zu Recht. Da kommt ein Problem was mit Brazao, weil Medeiros, wenn er eine schlechte Note hat, ne, und nicht so gut spielt, dann habe ich so das Gefühl, es könnte vielleicht sogar dummerweise eine gelb-rote bei rauskommen, auch wenn er vorsichtig in die Zweikämpfe gehen soll. Es ist immer super risky. Schnitzer ist auch nicht so stark, den werde ich auch mal rausnehmen für Baeser, um einen weiteren Impuls zu setzen aus der Zentrale. Sagadou kam auch noch rein und Ünlü bei Dortmund. 8 Minuten noch. Brekalo ist schon wieder nervös und eine gelbe Karte. Komm, Lykogiannis, du kannst das. Ist dann auch unser letzter Wechsel. 4 Minuten Nachspielzeit. Passiert hier noch was? Nein. Okay, geht aber in Ordnung, glaube ich. Ja, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass wir halt nicht das 2 zu 0 gemacht haben. Was möglich gewesen wäre. Aber ganz ehrlich, ein Unentschieden gegen Dortmund hätte ich sofort vorher unterschrieben. Auch mit Lucien Favre noch. Deshalb, ja, es ist okay. Das Tor von Sané war halt absolute Weltklasse. Also holy, wow, einfach wow. Einfach nur wow. Was für ein krasses Tor. Ibanez hatte 115 erfolgreiche Pässe, wow, nicht schlecht. Ist natürlich schade, wie gesagt. Ich bin auch unzufrieden, also muss ich der Mannschaft so sagen. Aber alles in allem ist es okay. Weil, wie gesagt, vorher hatte ich dann auch. Hätte mir vorher jemand gesagt, Unentschieden gegen Dortmund, hätte ich gesagt, jo, okay, nehme ich. Dann hätte ich allerdings auch gerne einen Sieg gegen Bremen gewollt. So, Hertha gewonnen. Ansonsten Unentschieden bei Frankfurt gegen Bremen, bei Bochum gegen Regensburg. Wolfsburg mit einem 3-0 gegen Leverkusen und Hoffenheim gegen Bayern. 0-1 für die Bayern. Damit jetzt, oh, ein dicker, dicker Vorsprung, wobei Schalke morgen noch spielt. Das gucken wir uns nochmal an, würde ich sagen. Nächste Folge geht es dann gegen Leverkusen und gegen die Bayern. Ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich gerne spielen möchte, aber muss ja jeder mal ran. Aber ich bin sehr gespannt, was Schalke jetzt macht. Wow, habe ich das gerade richtig gesehen? Donnarumma ist mittlerweile bei Paris? Echt? Tatsache. Auch nur 50 Millionen Mark wäre ganz schön wenig irgendwie, ne? Ist ablösefrei gewechselt. Eieiei, okay. Oh, Milan, was habt ihr denn gemacht? Ach, Schalke spielt gegen Leipzig. Oh. Das muss nicht unbedingt ein Sieg für Schalke werden. Mainz 3-1 gewonnen gegen Gladbach. Und Schalke verliert. 2-1 für Leipzig und damit sind es jetzt wirklich 9 Punkte Vorsprung von den Bayern.
Krass. So, und wir, ja, haben 3 Punkte auf Platz 6 mit Mainz, die momentan einen richtig guten Run haben. Sind 1 Punkt hinter Dortmund. Gleichauf mit Leverkusen, die unser nächster Gegner sind. Und Vorsprung ist jetzt auch nicht so gewaltig. Ne, es sind halt nur 2 Punkte auf Platz 12.17 Punkte möchte ich noch holen für mein Ziel. Es wird auch nicht so leicht. Aber mal gucken. Ne? Wir haben ja noch ein paar Gegner offen, die halt definitiv schlagbar sind. Aber alles in allem könnte es besser laufen. Fabio Silva mit seinem Tor jetzt gerade auf Platz 2 vorgerückt in der Top-Torjägerliste. Lewandowski ist dort auf Platz 1 mit 16 Toren. Und Moussa Dembélé auf Platz 3 mit 9 Toren. Bei den Vorlagen haben wir gar keinen, weil da ist Cuisance, dann Cosiello und Kostic. Alle drei auf Platz 1. Dann haben wir da den ersten mit Fiamozzi auf Platz 11 insgesamt mit 5 Vorlagen, aber ist ja noch ein bisschen zu spielen, ne? Haben noch insgesamt 15 Spieltage. Also, mal gucken. DFB-Pokal ist ja für uns nicht mehr. Ich glaube, da gab es auch Ergebnisse. Haben wir die überhaupt gesehen? Habe ich euch die gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Oh, böse, böse, böse. So sah das übrigens aus. Bayern ist ja schon früher rausgeflogen. Hier gegen Leipzig. So sah dann das Viertelfinale aus und so sieht jetzt das Halbfinale aus. Also Leipzig und Schalke, denke ich mal, die Favoriten, aber es kann ja alles passieren, ne? Gerade mit Mainz, die momentan einen Run haben. Wird erst am 18. April wieder gespielt. Mal gucken. Also nächste Folge gegen Leverkusen, Bayern und Bochum. Da wären 4 Punkte wohl schon sehr gut. Und in der übernächsten Folge gibt es dann den neuen Youth Intake. Und ja, bis zur nächsten Folge, dann am Montag. Bis dahin. Tschö.